So, was haben wir denn hier noch alles? Ach, guck mal! Der Geiger! Herr Kreuzer, Sie müssen mir schon etwas mehr geben. Sie sind der Einzige, der mit im Zug war und kein Alibi für gestern Abend hat. Ich war in meiner Kabine, das habe ich Ihnen schon gesagt. Sind Sie sicher, dass es Ihre Kabine war und nicht die der Baronin? Legrand wird sich einen Gast nach dem anderen vornehmen. Wenn er nicht die Antworten bekommt, die er hören will, dürfte es unangenehm für seinen Gegenüber werden. Ich war in meiner Kabine, hab ich das nicht gesagt. Was kann ich dann hier noch machen? So, Westmacott noch mal anhauen, die gute Lady. Lady Westmacott, darf ich Sie kurz stören? Nur zu, Herr Zellner. Ach, die ist so nett. Ja, ich frag Sie mal zu Miss Miller und zu Matty. Hat Miss Miller die Aufregungen gut überstanden? Ich denke schon. Aber was im Zug geschehen ist, war ein Schock für sie. Ja, das ist sie aber klar. Sie hätte es nicht überlebt, wenn Matthew etwas passiert wäre. Sie sorgt sich um ihn. Er ist ihr Ein und Alles. Es zerreißt ihr das Herz, dass er im Internat ist und nicht immer bei ihr sein kann. Aber sie stellt ihre Wünsche und Bedürfnisse hinten an, um ihm eine gute Ausbildung zukommen zu lassen. Das ist ihr Wesen. Ja, sehr großzügig, ne? Gibt alles für Matty. Eine richtige Mutti halt. Wie sie jeder haben sollte. Ja, weiß sie denn was über Matthews Vater? Der ist ja noch ein bisschen so, der steht noch ein bisschen im Schatten. Der erweckt auch bei mir noch ein paar Fragezeichen. Was heißt, er erweckt bei mir ein paar Fragezeichen? Ja, ich würde gerne mehr über ihn wissen, weil ich auch glaube, dass er noch eine wichtige Rolle hier spielen wird. Ja, vielleicht weiß sie ein bisschen mehr. Wo ist Matthews Vater? Weg. Geflohen. Wieder mal vor seinen Problemen fortgerannt. Ah. Er trank viel. Mit jeder Niederlage mehr. Den beiden hätte nichts Besseres passieren können. Okay. Er hat sie verlassen? Sie hätte es nicht gekonnt. Sie liebte ihn und wollte zu ihm stehen. Sie hat sich deswegen mit ihrer Familie überworfen, die das nicht verstehen konnte. Und als er sie dann fallen ließ, stürzte sie in eine tiefe Krise. Sie war 2 Wochen wie vom Erdboden verschwunden. Wow. Es würde sie wohl nicht mehr geben, hätte sie Matthew nicht gehabt. Oh, das hat sie wohl Sie scheinen viel davon zu wissen. Über die Zeit, bevor Miss Miller bei Ihnen zu arbeiten anfing, meine ich. Ich habe meine Gründe, mich dafür zu interessieren. Und Matthew? Kümmern Sie sich um die Kinder Ihrer anderen Angestellten auch so intensiv? Wenn man bei seinem eigenen Kind versagt hat, hofft man es bei anderen besser machen zu können, Wachtmeister. Kombiniere. Also, ich habe jetzt wieder mal einen kleinen Verdacht. Also, ich äußere den jetzt einfach mal. Haltet mich für verrückt oder nicht. Ist Ihr Sohn vielleicht Matthews Vater und sie versucht, es wieder gut zu machen, indem sie, ja, Miss Miller und Matty aufnimmt, um ihnen ein bisschen zu helfen? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie, sie sagt ja jetzt eben, ne, wenn man es bei den eigenen Kindern vergeigt, versucht es bei anderen wieder gut zu machen. Vielleicht hat sie es bei ihrem Sohn vergeigt. Ja, das könnte, das, vielleicht denke ich, vielleicht interpretiere ich auch einfach zu viel rein. Vielleicht ist auch völlig was anderes, aber mein Gott, ich wollte den Gedanken einfach mal äußern. Ja, Metz Internat, ne, der Arme ist ja auf dem Internat. Kommt er damit klar? Keine Ahnung. Und die Idee, Matt ins Internat zu stecken? Die kam von mir. Okay. Matt idealisierte seinen Vater und er gab seiner Mutter die Schuld, dass er nicht mehr da war. Oh, das auch noch. Oh. Ich befürchtete, die Situation würde eskalieren, wenn er mit seiner Mutter und einigen alten Leuten allein auf einem Landsitz leben müsste. Und ich glaube, ich hatte recht. Er hat im Internat schnell Anschluss gefunden. Er ist beliebt, er hat Freunde. Eine richtige Sportskanone ist er, sagen seine Lehrer. Und das Verhältnis zu seiner Mutter hat sich auch gebessert. Er ist auf einem guten Weg. Na, das ist doch was. Also ich habe ja früher nie viel von Internaten gehalten, weil das war für mich immer so, ja komm, wir schieben das Kind mal ab, ne? Da haben wir unsere Ruhe, das kümmert sich. Aber ja, manchmal ist es einfach doch der bessere Weg. Ja, hängt halt von der Familie ab, von den Familienverhältnissen, ne? Wie es halt immer so ist. So, das wertvolle Manuskript. So, ich glaube, sie wird mir nichts dazu sagen, aber wir versuchen es einfach mal. Miss Miller hat mir erzählt, dass Sie ein wertvolles Manuskript bei sich führen. Das ist richtig. Ein unveröffentlichter Partout-Roman? Das Manuskript muss ein Vermögen wert sein.
Och, es ist nicht nur irgendein Partout-Roman. So, der letzte wird es sein. Ich habe ihn schon vor 20 Jahren geschrieben. Aber er soll erst nach meinem Tod veröffentlicht werden. Es ist Partouts letzter Fall. In diesem Roman stirbt Maurice Partout. Sie bringen ihn um? Das habe ich schon längst. Und ich habe es genossen. Madame! Ich hatte es so satt, eine Partout-Geschichte nach der anderen zu schreiben. Ich bekam Lust, dem eitlen Fatzke ein Messer in die Rippen zu rammen. Also habe ich es vor 20 Jahren getan. Doch natürlich wollte ich meine Fans nicht enttäuschen. Also ließ ich ihn weiter einen Fall nach dem anderen lösen. Aber immerhin hatte ich nun die Gewissheit, dass er mir nicht entkommen würde. Am Ende würde ich ihn kriegen. Ich verstehe. Hoffen wir, dass der Roman noch viele Jahre unveröffentlicht bleibt. Ach, sie ist gut. Sie hat vorgesorgt. Sie nimmt das Ganze mit Humor, was sie da schreibt, ein bisschen, ne? Ja, mein Gott. Ich find's gut, wie sie das macht. Gefällt mir sehr. Ja, das Verhör. Irgendwas wollte ich noch zu ihr jetzt sagen. Das habe ich schon wieder vergessen, was ich da sagen wollte. So, das Verhör einfach mal jetzt hier. Wie läuft das Verhör? Wollen Sie mir unterstellen, ich würde lauschen? Ach, woher? Der Inspektor setzt den sauberen Herrn Kreuzer ganz schön unter Druck. Er ist der Einzige, der mit im Zug war und der für gestern Abend kein Alibi hat. Vielleicht. Aber der? Ein Mörder? Ich kenne ihn und seinesgleichen. Er hätte nicht genug Rückgrat, um jemanden kaltblütig zu ermorden und dann so ruhig zu bleiben. Er würde ein Drama daraus machen, würde sich betrinken und sich dann laut wehklagend ins Meer stürzen. Vergessen Sie ihn. Legrand verschwendet seine Zeit. Herr Kreuzer passt nur zu schön in das Bild, das sich der Herr Inspektor vom Raben gemacht hat. Sportlich, kultiviert, geht bei den Schönen und Reichen ein und aus. Ich fresse seine Geige, wenn er der Rabe oder der Mörder ist. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich. Naja, also ich glaube, er geht eher mehr aus als ein bei den Reichen. Ich glaube nicht, dass er so beliebt ist. So, kann ich da hinten bei dem... ich betrachte mal Inspektor Legrand. Legrand ist in sein Verhör vertieft. Okay. Er macht immer noch einen gereizten Eindruck. Das scheint nun der Geiger abzubekommen. Legrand soll sich um die Verhöre kümmern. Ich kümmere mich um die Ermittlungen. Ich werde erst wieder mit ihm sprechen, wenn ich den Mörder präsentieren kann. Oh. Das kann ja eine lange Zeit dauern. Was haben wir denn? Haben wir hier überhaupt noch irgendwas? Nö. Mit dem Inchi nochmal reden. Ah, doch. Warmhaltebehälter. Vielleicht finde ich hier noch irgendwas. Auf einmal kann ich ihn untersuchen. Oh Gott, was war das eben? Er kann zaubern. Englische Hammond Eggs. Ein Vorzug auf einer internationalen Reise ist das internationale Frühstücksangebot. Viele meiner Landsleute halten es für unerhört, schon morgens gebratenen Schinken, Würstchen oder ähnlich Deftiges zu sich zu nehmen. Ich hingegen halte Ham & Eggs für den einzig nennenswerten Beitrag der Engländer zur internationalen Esskultur. Ach ja. Ja, ja. Nochmal betrachten. Es ist unfair. Was denn? Da steht dieses herrliche Buffet, doch mir fehlt jeglicher Appetit. Eventuell eine Nachwirkung des Betäubungsmittels? Eventuell. Kann ich noch... Es ist unfair. Da steht... Ja, hat man schon. Ach Gott, hier, ich hab die Zwille, ich hab die Steine, was kann ich damit denn anfangen? Was könnte ich kaputt schießen? Ich will jetzt was kaputt schießen. Ich müsste doch Constable Oliver irgendwie mal ablenken. Oh, ich hänge. Nee, ich hänge doch nicht. Also, es ist ein bisschen unsauber programmiert teilweise. Der Tod seiner Herrin scheint Butler Inch nicht sonderlich... Gut, das hatten wir auch schon alles. Ist denn jetzt hier der Doktor mal wieder von den Toten erwacht? Und, ja... In seiner Praxis hier, oder naja, Praxis ist er nicht hier. Dr. Gebhardt hat die Tür abgeschlossen. Etwas sagt mir, dass er da... Nein, immer noch nicht. Betrachte den Flur, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich zahle nichts für diese Reise. Und das ist auch der angemessene Preis für meine Kabine. Sie ist als eher schlicht zu bezeichnen. Nein, ich habe genug geschlafen. Okay, da gibt es eine eigene Kabine. Wieso habe ich die vorher noch nicht gesehen?
Aha, Lecoins Kabinentür. Ja, da waren wir schon. Die kriegen wir so einfach nicht auf. Da brauchen wir Draht, hat er ja gesagt. Betrachte die Fenster der Krankenstation. Okay, das hatten wir auch noch nicht, ne? Wir haben Glück, dass die Lydia über eine gut ausgerüstete Krankenstation verfügt. Ich vermute, dass sie im Krieg eingebaut wurde. Normalerweise hätte ein Schiff dieser Größe keine voll ausgestattete Krankenstation. Dr. Gebhardt hat die Jalousien von innen zugezogen, womit er auch vollkommen recht hat. Wer würde es schon begrüßen, noch vor dem Frühstück ein Mordopfer sehen zu müssen? Hm, vielleicht ist es das Frühstück. Dr. Gebhardt hat die Tür abgesperrt. Ja, das hat man schon. Was gibt's denn hier noch? Die Treppe raufgehen hatten wir auch schon. Ach Gott, oh Gott. Wo komme ich denn hier weiter? Ich kann nur die Treppe raufgehen, glaube ich, ne? Sehr viel mehr gibt's hier nicht. Ja, wie kriege ich den Oliver da hinten weg? Da bin ich immer noch die ganze Zeit am Überlegen, so im Hintergrund, so in meinem Hinterköpfchen, in meiner Hinterstube. Mir fällt da nichts wirklich Passendes ein, wie ich den da ablenken könnte, dass er endlich mal weggeht. So, wir gehen erstmal aufs Nebendeck. Ach Gott, oh Gott. Da, wo wir schon so oft waren, sollte ich vielleicht mal einen Blick in meine Notizen werfen. Geheimnis, ja. Wer ist der Mörder? Es wurde noch kein verdächtiger Mordfall der Baronin gefunden. Ich schau mal, ob ich von den anderen Passagieren hilfreiche Informationen bekommen kann. Ich sollte nach Indizien suchen, die uns weiterhelfen können. Hinweis, Lecoin hat mir erlaubt, die Kabine der Baronin zu durchsuchen. Das hat man schon. Es könnte außerdem noch etwas in der Vase stecken, aber meine Hand ist... Ich hab doch schon reingegriffen. Ich habe doch schon reingegriffen, mein Gott. Also es hilft mir auch nicht wirklich weiter. Ich steig nochmal die Treppe hier hinauf. Vielleicht gibt's da oben wirklich noch irgendwas. Ich muss doch mal den Oliver hier irgendwie ablenken. Keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Ich war mit meiner Zwille, die ich jetzt mittlerweile habe. Geh hinunter. Ah, betrachte die Rohre, was ist das denn? Oh, das hatte ich noch nicht gesehen, okay. Das Deck hier oben ist kein Panoramadeck für die Besucher. Hier oben gibt es Rohre, Stahlseile, Ketten. Man kann den Qualm aus dem Schornstein riechen. Ich habe keine Ahnung, wie genau das Schiff funktioniert und es interessiert mich auch nicht weiter, solange es schwimmt. Das sollte es wohl. Also hier ist wirklich überall wohl was versteckt. So, ich guck noch mal weiter. Vielleicht habe ich hier wirklich noch irgendwas übersehen. Das sieht alles sehr, sehr mau aus gerade. Ja, dann gehen wir mal wieder runter. Schön, dass wir mal hier oben waren. Bringt mich überhaupt nicht weiter. Wie lenke ich den Constable da hinten ab? Kann ich ihn nochmal anquatschen? Nee, das habe ich schon zu oft probiert. Oder doch? Ach, es geht auf einmal, ja? Was ist denn? Inspektor Legrand vernimmt jetzt die ersten Passagiere im Salon. Und? Es wird noch Stunden dauern, bis er sich mit unserem blinden Passagier beschäftigt. Und? Wir könnten Zeit sparen, wenn ich mich mal mit ihm unterhalte. Wir könnten auch Zeit sparen, wenn Sie mich dieselben Dinge nicht mehrfach fragen würden. Ich lasse Sie da nicht rein. Wie spät ist es überhaupt? Haben Sie noch einen Termin? Nein, aber Hunger. Holen Sie sich was. Ich passe so lange auf die Tür auf. Aha. Scheiße. Aber Sie könnten mir was holen. Ah, na gut. Nee. Hin und her gerissen. Komm. Was wollen Sie denn essen? Irgendwas. Einen Apfel oder so. Im Salon stehen Helmet X. Die darf ich nicht. Nein. Cholesterin? Sergeant Mills. Hm? Er ist für die Fitness meiner Einheit zuständig. Und er kann sehr verletzende Sachen sagen, wenn man ein paar Pfund zu viel auf den Rippen hat. Verstehe. Ich schau mal, was sich machen lässt. Danke. Der hat doch selbst schon ein paar Pfund auf den Rippen. So, okay. Es wurde was eingetragen. Was war es denn jetzt? Constable Robert Oliver. Ja, da steht jetzt nicht wirklich viel. Geheimnis. Ja, nö. Ich weiß nicht, was hat er denn jetzt eben da rein eingetragen hier? Irgendwie nicht wirklich viel, ne? Ach komm, mach das Ding zu. Es
bringt mir alles nichts. Also, er braucht was zu essen. Ein Apfel oder so. Er darf keine Ham & Eggs essen. Gibt es hier Äpfel? Also, ich habe noch nicht auf einen Apfel geachtet hier an Bord. Der Apfel fällt nicht weit vom Constable. Was bringe ich dem Guten denn?